Hey Leute, Martin hier, willkommen zurück zu Bioshock. Wir sind im Schmugglerversteck, haben im letzten Mal ein Tagebuch gefunden von Fontaine. Ja, das ursprünglich Crowd Scientist heißt, aber auf Deutsch nur Wissenschaftlerin. Und dort sagt Fontaine auch irgendwie, er hat die osteuropäische Wissenschaftlerin getroffen. Das heißt ja, in der deutschen Version ist Tannenbaum gar keine Deutsche. Aber in der englischen Version schon. Macht nicht viel Sinn, aber gut, wir sehen da das U-Boot, in dem die Frau und der Sohn von Atlas sind und die wollen wir ja retten, also los geht's. Du schleichst dich hier rein wie ein Attentäter und versuchst dann dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Deshalb bist du hier. Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Tja, das war's. Und wir finden hier noch ein Audiotagebuch. Ein Handel angeboten. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam. Und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Wenn du das sagst, Kumpel. Wenn du das sagst. Und wir betreten jetzt diese Schleuse und betreten den Schott nach Arcadia. Wir sehen uns dann drüben. Da sind wir also. Das Tor öffnet sich und wir sehen eigentlich das gleiche, was wir auch im Schmugglerversteck gesehen haben. Erstmal, naja. Gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Rom steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Okay, wir atmen ein. Hör mal, ich kann verstehen, dass du sauer bist, aber ich habe mit der Sache eigentlich nichts zu tun. Aber okay, helfen wir dir trotzdem mal. Das ist Arcadia. Freunde, sieht schön aus, richtig toll. Und hier kann man auch ein bisschen rausgucken. Herrlich. Herrlich. Arcadia ist sehr idyllisch und ich mag diese Gegend. Allerdings gibt es in Arcadia eine Quest, die später sehr langwierig uns ist und die finde ich nicht so knorke. Naja, als erstes gehen wir mal hier nach links, denn hier links liegt irgendwo Kamera, Film und ein Audiotagebuch. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Das Leben in Rapture scheint ganz schön herrlich zu sein. Oh, ja, ich sehe Geister auf jeden Fall. Was meintest du, Dummkopf? Es ist wunderschön. Ja, schön für dich, aber wir gehen mal ein bisschen weiter. Denn wir suchen noch was. Nämlich noch mehr Zeug. Und zwar... Oh, Süßer, ich bin sowas von aufgespleist. Davon wagst du nicht mal zu träumen. Komm hier. Die
Peter Sonnekalb. Naja, weiteres Audiotagebuch, ne? Was für ein Abend. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Komisch, ich finde dieses Audiotagebuch gerade nicht auf meiner Liste. Aber das wird schon. Das müsste eigentlich das sein hier. Das Tagebuch liegt bei der Parkbahn auf dem Boden. Ich mach da mal so, hinter, dass ich das markiert habe. Ich habe gelesen, dass es eventuell mehrere Tagebücher, noch ein paar Tagebücher gibt, die irgendwie auf einer Liste nicht aufgelistet sind. Vielleicht war das eins davon, aber ich glaube nicht. Naja, egal. Hier ist nämlich jedenfalls auch noch eins. Adam in der Massenproduktion. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnte nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tannenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Ha. Ich habe gerade nochmal geguckt. Ha, vielleicht ist meine Rechnung von wegen 122 Tagebücher. Ich habe es jedenfalls gelesen, deswegen habe ich es in meine Sachen so aufgenommen. Und meine Liste sagt auch, 122 ist das letzte Tagebuch. Aber das mit diesem Was für eine Nacht Tagebuch ist hier nicht aufgelistet und ich bin ein bisschen verwirrt. Naja, vielleicht haben wir am Ende 124 von maximal 122 Tagebüchern gefunden. Das werde ich dann auch genauso in diese kleinen Bilder packen. 124 von 122 oder was auch immer. Naja, egal. Spielen wir einfach weiter, lassen uns davon nicht beirren. Oh Gott, bitte, hilf mir doch jemand! Na, halt's Maul und geh mir nicht auf den Sack. So. Sie sind überall! Hallo? Kannst du mir helfen? Ich helf dir gleich. Hey, ja, das sind Houdini-Splicer, Freunde. Houdini-Splicer sind nicht nett. Houdini-Splicer teleportieren sich und das ist echt nervig. Ja. Was soll man dazu noch sagen? So. Gut, hier ist natürlich auch alles überflutet, was sonst. Aber immerhin ist hier alles schön mit Blumen bepflanzt, ne? Immerhin. Was haben wir hier hinten? Dollar. Hallo, hallo! Und tschüss. Ach Mist, ich hätte dich fotografieren sollen. Okay, das nächste Ding, das ich sehe, fotografiere ich. Vorausgesetzt, ich bin schnell genug, bevor die sich teleportieren. Jawohl, da haben wir Houdini-Splicer. Ach, ich hasse Houdini-Splicer so sehr. Schnell auf alles auf Anti-Person-Kugeln packen. Oh, Moment. Na, Houdini-Splicer, wo bist du? Die schießen auch gerne mit Feuer. Ja. Und das war's dann auch für diesen Houdini-Splicer. Jawollo, das war's. Und hier finden wir ein Audiotagebuch. Arcadia ist geschlossen. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt.
Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Oh, Leute, ich habe gerade das Rätsel um meine Verwirrung gelöst mit diesen Audiotagebüchern. Meine Liste, wo auch immer ich sie her habe, sieht so aus. Audiotagebuch Nummer 42 ist das mit diesen Geistern. Audiotagebuch Nummer 43 ist das, was ich gefunden habe. Was für eine Nacht. Das steht hier aber nicht. Hier steht, Audiotagebuch Nummer 43 ist Adam Massenproduktion. Und Audiotagebuch 44 ist hier gar nicht aufgeführt. Denn nach 43 geht's mit 45 direkt weiter. Das heißt, wir sind wieder auf die richtigen Zahl. Ich habe ein vermisstes Audiotagebuch, was in dieser Liste fehlt, gefunden. Aber in der Nummerierung ist es mit einberechnet. Also ganz komisch. Sowas bringt mich dann auch aus dem Konzept. Weißt du, mich als 100% Spieler, der das jetzt hier 100% spielen will und dazu eine Liste benutzt und auf einmal ist die Liste irgendwie fehlerhaft, das bringt mich aus dem Konzept. Das ist ja wohl verständlich, oder? Insofern, ja. Jetzt sind wir wieder schön auf der Spur und das freut mich. Das ist alles, was ich wissen wollte. Jetzt können wir uns endlich... Warte mal, ich mach mal lieber meine Dings raus. Okay, hier ist nichts. Außer eine Leiche. Diese Arschlöcher kapieren's nicht. Ich bin ein Siegertyp. Das werde ich Ryan und den anderen beweisen. Wer bist du denn? Raus aus meinem Oh, du hast einen schicken Anzug an. Das muss ich dir lassen. Aber du bist tot. Und das hilft dir auch nicht mehr weiter, ne? So. Apropos weiterhelfen. Was ist mein nächstes Ziel? Okay. Gut. Folgen wir einfach mal dem Pfeil. Wir nutzen auch mal die Schrotflinte. Obwohl, nee, dafür haben wir jetzt gar nicht so viel Munition. Was sehr schade ist, aber okay. Boom! Habe ich getroffen? Ich hoffe. Ja, ich bin hier. Was ist los? Wo bist du? Wo stehst du? Ich sehe dich nicht. Ach, da. Tschüss, Sikowski. Ach ja, das war meine Antipersonenkugel. Na, herrlich. Das war nicht meine Absicht, aber okay. Habe ich die halt verballert. Pech gehabt. Ah, fuck! Boom. Ja, komm, schlag mich. Ich schlag dich auch. Und du siehst ein bisschen aus wie Freddy Krüger mit diesem Hut. Und warum? Wieso? Weshalb überhaupt? Und, oh mein Gott. Weg mit dir. Schöne Musik und ein tropisches Geräusch. Tropische Vögel oder was? Gibt's hier? Keine Ahnung. Was ist hier? Ein Safe! Ein Safe! Hallo! Ein Safe! Wir haben 4 Autohacker, da können wir doch locker mal ein paar benutzen. Und finden Napalm. Wow, Napalm also. Mein Ziel ist, reich zu werden. Hier hab ich das Sagen. Das waren Fallenbolzen, meine Freunde. Und die kann man tatsächlich entschärfen, wenn man nicht so blöd ist wie ich. Man geht hin und... Na. Okay, dann schießt man halt drauf. So. Man kann sie noch nicht hochheben, aber später kann man's. Und wir finden noch mehr Stickstoffgranaten. Das alles deutet auf eine neue Waffe hin, die wir bald finden werden. Das freut mich sehr. Dieser kleine Raum hier. Was haben wir denn hier? Schrot, ionischen Schrot, Gummischlauch, Verbandskasten, Schrauben, Gummischläuche, wozu brauchen wir denn das Zeug alles? Na gut, wir werden schon wissen, was wir wollen, wa? Gut, gut, wa? Gut, gut. Hallo! Tschüss! Du bist tot. Jawohl, ich habe dich getötet. Und wo? Ich höre doch noch so eine Frau lachen. Es ist toll für dich, so neu für dich. Es ist so wild. Und wenn ich
Okay, ich habe die Frau jetzt mal aussingen lassen. Das Lied war ja ganz nett, ne? Deswegen wollte ich ihr da nicht ins Wort fallen, aber jetzt will ich... Wo bist du denn? Ich höre dich die ganze Zeit reden. Wo ist sie denn? Auf einmal steht sie direkt vor mir, ne? Ich sehe es ja schon kommen. Da ist sie doch. Hallo und tschüssi, Krossi. So. Ach, können wir jetzt endlich Schluss machen? Ja, wir machen Schluss. Ich achte immer seltener auf die Uhr. Das ist schlimm. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein.